fremde Fakir, der euch diese Nummer darbieten kann. Applaus! Schön hinhören. Als erstes braucht man zu dieser Nummer einen Hammer. Das ist ein Hammer. Wenn ich damit vor den Kopf haue, wisst ihr was damals? Und einen. Und einen. Sieh doch mal. Applaus für Herkules. Und einen Nagel. Und jetzt kommt eine Frage, wo ich die Antwort schon im Voraus weiß. Da wird sich keiner melden. Und eine freiwillige Nase. War mir klar, da meldet sich keiner. Nun denn, ich, Rudolfo, werde mich extra für euch jetzt mal wieder opfern müssen. Und damit diese Nummer gelingt, braucht jetzt eure aktive Mithilfe. Wenn jeder Nagel in unmittelbarer Nähe meiner Nase kommt, wir sprechen von sage und schreibe einen Zentimeter. Du weißt, was Zentimeter ist? Weißt du, was ein Zentimeter ist? Oder junge Frau, weißt du, was ein Zentimeter ist? Arme Frau, geh normalerweise ein fürchterliches Jude durch das Publikum. Und das übe ich mit euch. Und wir beginnen heute ausnahmsweise mal da. Ich mache es mal ganz einfach, weil der Familie eine alte Grammophonplatte, die ihr leihert hat. Bitte mal alle gemeinsam! Wow, seid ihr spontan. Also aufgepasst, 1 Zentimeter. Wo ist deine Frau, die weiß, ach, da sitzt sie. Notenhals, auch für dich 1 Zentimeter, kein Wunschzentimeter. Moment, ich geh mal weiter hier hin. Vielleicht sehen die das dann. 1 Zentimeter. Du weißt es. Seht ihr es? Oh. Ja. Wollt ihr den Schwachsinn wirklich sehen? So klein bin ich sadistisch, seid ihr überhaupt nicht, wa? Also aufgepasst. Aber du bist so erschlagen. Liebe Leute, hat es euch gefallen? Ja! Wollt ihr noch mehr? Ja! Da ist noch ein zweites Nasenloch! Und dann, liebe Leute,
zu meiner nächsten Aktion. Brauche ich jetzt etwas ganz Spontanes. Freiwilliges. Komm mit. Keine Angst, mir passiert nichts. Applaus für die heute junge Frau Nathalie! Oh Mist, wenn das euer Applaus ist, möchte ich eure Trauer nicht miterleben. Also nochmal, Jubelapplaus für Nathalie! Komm doch mal hier. Ich tu dir nichts, wenn du es nicht willst. Was sagen Sie denn? Liebe Nathalie, ja? Dir wird jetzt etwas passieren, was dir hier auf diesem Markt noch nie passiert ist. Denn ich, Rudolfo, werde vor dir auf die Knie dich bitten, deinen rechten Apfel erheben, ist der, ja, ich mach hoch, höher, Bauch rein, Brust raus, Arm hoch. Komm her, Arm hoch, höher. Daumen und Zeigefinger spreizen, die beiden. Und mir nun, ganz langsam und ganz vorsichtig, diesen Nagel aus die Nase zu entfernen. Bist du soweit? Dann beginne. Langsam. Heute noch, der rostet. So, du kannst. Ich halte auch still. Oh. Ah! Nathalie, anfassen! Den Nagel! Nathalie, ja? Tust mir einen Gefallen? Ja. Ein ganz großen Gefallen? Mhm. Nicht den Nagel schieben! Oh nein. Oh Gott, Nathalie, den musst du sauber machen. Denn ich schenke dir diesen Nagel. Nimm ihn mit nach Hause. Bring ihn ins Schlafgemach. Pack ihn über dein Bett. Und denk ewig an den Mann, der Nagel. Danke. Und dann, liebe Leute, hat es gefallen? Ja! Und immer noch mehr? Ja! Nun habt ihr den Scheiß. Ihr müsst mitmachen. Hebt mal eure Hände. Alle. Alle. Ja. Beide. Hände hoch. Hoch du mit dem komischen Gläser auf der Nase. Hände hoch. Beide. Hände schütteln. Hände hoch. Ja, ich sehe das. Schütteln. Nach hinten vorne schütteln. Hände nach vorne schütteln. Nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links drehen. Eure Handgelenke müssen jetzt so was von locker werden. Schütteln. Und nur für euch Weiber, ihr kennt es von zu Hause. Schnell schütteln. Wie ihr nur zu Hause schütteln tut. Und nur die Hände ganz schnell schüttelnderweise in die Taschen eures Nachbarn. Weiter schütteln! Er freut sich.
und alles, was da drin ist und klimpert oder nicht klimpert, holt raus und packt es in meine dankenden Hände. Danke! Und sollte euch irgendetwas an meinen Darbietung nicht gefallen haben, so nehmt ein 10 oder 20 Eulenschein aus eurem Portemonnaie. Schreibt hinten drauf, was euch nicht gefallen hat. Dahinter die Telefonnummer eurer Frau. Und nächste Woche komme ich persönlich vorbei und kümmere mich darum. Danke.